Also wird Tamme noch ein weiteres echtes Problempferd vorgeführt. Dieses soll diesmal aber Anton übernehmen. Geschweif. Ja. Wo geht der kräftigste Ruck hin? Sie ruckt ihn immer kurz nach rechts. Sie ruckt ihn schräg nach oben nach rechts. Sie zeigt hier oben rechts ein Problem. Gut, einmal rückwärts richten. Rückwärts laufen? Ja. Turn around. Siehst du, was macht sie? Hier. Ja, und geht hinten rechts noch weiter nach außen als links. Go back. Gut. Den Rückwärtsgang des Pferdes wird Tamme später mit einer List wieder reparieren. Doch vorher müssen noch seine inneren Werte festgehalten werden. Keine Allergie, kleinen Hängzahn, hätte ich schon fast gesagt, der muss raus, Wolfszahn. Na, Zahnarzt war da, vor 2 Monaten. Ist sie behandelt worden, komplett. Wundert mich, dass sie das nicht gesehen hat. Ich auch, das ist gut zu wissen. Wie gesagt, sie hat viele Probleme, angefangen von Muskelspasmen über Metabolismusprobleme, über Insulinresistenz. Und ihr Galopp ist immer schlimmer geworden. Hier siehst du das Programm. Du gehst hier hin und ich nehme hier. Jetzt guck gleich hin. Man sieht's. Er bewegt sich. Siehst du? Lang, ja. Und da ist der Schmerzpunkt und da flattert er. Das musst du fühlen, wo er hingeht. Der Schmerzpunkt ist von diesem Nerv, geht hier runter. Und zwar genau ins Kreuzdarmbein. So Vorsicht, dass er keine pitcht. Auch wenn man in der Mojave-Wüste so eine tierchiropraktische Behandlung noch nie gesehen hat, diesmal bleibt die Chefin gelassen, auch wenn es dem Pferd nicht gerade gefällt. Oh, very good. So, Anton, dir gehört vorne. Ja. So, wo fühlt man lang? Würde ich ihm etwas mehr drücken, weil er hier ist sehr speckig. Hier. So, es tut ihm schon weh. Hier merkst runter. Ja. Was musst du jetzt mit dem Bein machen? Ja. Fesselträger, dann runter, die Schulter und nach vorne in die Richtung und ziehen. Schräg dorthin. Ja. Und bitte mach es richtig. Klar, auch Anton muss sich das Vertrauen erst erarbeiten. Sehr gut. Gut. Gut, fein. Guck, der Mundschmerz ist weg. Ja. Wow. Das ist super beeindruckend. The pain's gone. Already pushed into. Hier können wir jetzt drücken. Es gibt keinen Schmerz mehr in der Schulter. Gut gemacht. Hätte man Anton das zugetraut? Die Ranch-Chefin wohl eher nicht. Nun darf der Lehrling auch ein weiteres Bein übernehmen. Und es gibt ja noch andere Probleme. Schau mal, das muss angeraspelt werden. Sonst bricht dir das weg und du verlierst einen Teil vom Huf. Ja. So. Vorsicht. Der ist super gekommen. Knatz. Ja, den hat er jetzt erstmal einmal gespürt. Komm, wir schließen wieder Frieden. Und dann kannst du wieder schön galoppieren, Schätzelein. Nein, nee. Ja, und deshalb. Hm? Welche Bewegung? Also, da darfst du dir jetzt nichts bei denken. Okay, denke ich gerade. Dass sie den Schweif jetzt hochhält. Nee, dass sie anfängt, hier mit ihrem Bein Probleme zu kriegen. Alle Pferde, wenn ich in den Stall oder irgendwo reinkomme, die anfangs die Rosse sind. So, wenn ich auftauche, zeigen sie die voll. Mhm. Auch wenn der Eisprung jetzt in Tagen ist. Ganz schön viele Informationen auf einen Haufen. Die Chefin der Ranch bleibt angespannt. Komm, Fuß. Kein Problem, Schätzelein. Wir beide müssen das aushalten, nicht? Hadin,
So, einmal Schritt. Das Schlimmste hat das Pferd, oder besser die Chefin, überstanden. Aber Tamme wollte ja auch noch den Rückwärtsgang reparieren. Wichtig ist, give me the horse, a little moment, thank you. Wichtig ist, wenn du mit dem jetzt üben willst, dass er das Programm reinkriegt, dann macht man kleine Kurven, so, dass er mit diesem Bein vor dem anderen Huf laufen muss. Okay. So, jetzt machst du ganz einfach, wenn du zurückgehst, kuppeln, mehr brauchst du nicht, und ran. So, und wenn wir jetzt eine, hast du irgendwie eine kleine Gerte oder was? Ja, wofür? Dann wollen wir ihr beibringen, dass das Bein wieder hochnimmt beim Rückwärtsnehmen. Sie muss ja nicht wie eine alte Oma schlurren. Oder bist du schon eine Oma? Bist du schon eine Oma? Nein, ne? Bewaffnet mit zwei Gerten geht es nun an die Aufgabe, dem Pferd das Rückwärtslaufen wieder beizubringen. Keine Angst, ganz sanft. Das sind so deine Übungen. Okay. Komm, einfach hochnehmen. Ja, ja. So, und diese kleinen Momente unterstützt du mit ein bisschen Brot oder ein Zucker oder ein Leckerli, weil ein Pferd ist auch nur ein Politiker. Klar. Bestechung ist alles.